Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardom Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde, ja, Minecraft. Ich bin hier am Arsch der Welt und ihr seht auch schon, ich habe im Offscreen ein bisschen gefahren. Ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Video, gesagt, dass es ein neues Projekt gibt, beziehungsweise, ja, so ein neuen Server, wo ich ein bisschen mit Freunden aus der Schule spiele. Und die seht ihr jetzt hier, also einer ist auf jeden Fall schon online. Ich weiß nicht, ob irgendwann noch demnächst neue raufkommen. Mein Plan ist vor der Aufnahme gewesen, dass ich hier ein bisschen farme. Ich hatte eigentlich, wo sind meine Füße und meine Dingsmaske hin? Egal. Dann machen wir das eben schnell, dann haben wir nämlich auch Eisensachen schon. So, brennen wir das einmal. Können wir mal gucken, wie wir hier aus diesem Grab wieder rauskommen, weil ich glaube, ich bin sehr tief unter der Erde. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr im Schneebiom ist, für die viele, die es nicht wissen. Wenn man hier jetzt drauf spawnt, ist man irgendwie bei einem Schneebiom. Ich kann mal so eine Treppe machen. Und falls ich ein bisschen schniefe, tut es mir leid, könnte für die einen oder anderen nerven. Aber ich habe übelst die, also ich bin sehr krank. Irgendwie. Und das, ja, ich bin natürlich trotzdem ein Video für euch hochladen, ne? Man kennt ihn doch. So, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas machen kann, weil ich habe gar keinen. Ja doch, wir können aber ein, zack, ein Helm machen und eine Hose, da brauchen wir noch. Und Schuhe brauche ich 4 Stück, ne? Genau, dann brauche ich noch einen zweiten. So. Ich will auch erstmal gucken, was hier so alles ist. Dann machen wir hier auch noch mal kurz unsere Schuhe. Dann habe ich auch noch das. So, genau, perfekt. Suchen wir, oder ich suche offscreen auf jeden Fall weiter nach Schuhe. Tatsächlich. Weil Diamanten in der Aufnahme zu suchen ist auf jeden Fall anstrengend. Wenn man irgendwie in der Aufnahme nicht so unbedingt was findet. Ich habe auch vor, einen Texture-Pack hier reinzumachen. Das heißt, dass die Blöcke und sowas alles ein bisschen geiler aussieht für euch. Mal gucken, ob ich das reinmache. Kommt darauf an, was ich da so finde. Ne? Weil ich muss natürlich auch gucken, dass das dann für die Bedrock Edition ist. Und auch gucken, dass das auch wirklich funktioniert alles. Und dann mache ich hier einen Texture-Pack rein. Dann könnt ihr hier die Blöcke, hier diese Blöcke und den Ofen einfach geiler und realistischer sehen auf jeden Fall. So. Wir haben 5 Eisen, das heißt, wir machen gleich noch Schwert und eine Eisenaxt und auch eine neue Spitzhacke, weil die ist kaputo. So, zack. Ich höre auf jeden Fall schon wieder einen Zombie, das ist doch schon wieder ein Kackzeichen. So, ich habe mir auch mal Fackeln gemacht, weil ich sonst tatsächlich nichts sehe. So, wir bauen das mal dahin. Hier ist auf jeden Fall Stein, das ist doch schon mal gut. So, wir bauen uns hier komplett nach oben. Ich würde sagen, dass ich das hier einmal für euch skippe. Das heißt, ihr seht dann gleich, wenn ich hier einmal oben bin. Weil die Aufnahme sonst einfach zu lang geht. Beziehungsweise für euch ist das jetzt eigentlich langweilig, dass ich das hier mache. Deswegen seht ihr das gleich. Ah, mir fiel gerade ein, was ich noch sagen kann. Vielleicht wissen die einen oder anderen, dass es schon mal eine Insel gab. Also eine Minecraft-Insel. Mit Freunden. Die Insel, naja, die wurde, sag ich mal, ein bisschen kaputt gemacht. Also, die haben dann irgendwann Kreativmodus benutzt und ja, die war dann einfach kaputt und man konnte auch wirklich kein Video mehr drauf so machen. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, ob das hier alles jetzt so läuft. Oder ob dieser Server jetzt nicht mehr so drunter leidet, sage ich mal. Ne, auf jeden Fall will ich das, oder ich hoffe mal, dass sie das hier nicht wieder kaputt machen. Wir haben auch gesagt auf jeden Fall, dass wir hier diesmal nicht cheaten, beziehungsweise, ne, generell nichts gescheatet wird mehr. Ja, ob das dann der Fall ist, ist die andere Frage. Und ich weiß auf jeden Fall, dass mein Hunger nicht mehr allzu gut ist. Deswegen wir uns hier mal ein bisschen beeilen müssen, dass ich hier hochkomme. So, ich nehme die Fackel natürlich immer mit, weil dann muss ich auch keine neue machen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass meine Axt gleich kaputt geht. Ich habe nämlich ein sehr großes Holzproblem, weil ich nämlich sonst nicht hochkomme.
Das ist sehr scheiße, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe noch eine Steinaxt. Pickaxe. Perfekt, jetzt ist es kaputt. Ja, das ist doch komplett ein Mist. Oh, Kohle. Warte, wo Kohle ist, ist eigentlich relativ die Erde nicht so hoch. So, ich hoffe mal, ihr könnt irgendwas noch in der Aufnahme sehen. Falls nicht, ja, ich baue mich gerade hier ein bisschen hoch. Eigentlich baut man sich ja nicht hoch, weil man weiß ja nie, was da so kommt. Aber ich muss das mal tatsächlich machen. Boah, ich weiß nicht, wie tief ich bin, ne? Echt ein bisschen. Warum leckt diese Map hier so? Ich kann manchmal einfach durchgucken. Boah, ich muss das echt gleich einfach mit Hand abbauen. Das ist ja kompletter Mist. Das ist ja kompletter Mist. Wobei, hier kommt jetzt schon sowas. Diorit. Ich baue mich jetzt einfach mal komplett hoch, weil das ist einfach schneller. Tatsächlich, als irgendwie sehe ich jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, ja, wir können auch einfach Stein nehmen, weil wir haben so viel. Okay, hier ist Erde. Benutzen wir mal nicht die Spitzhacke. Ah, ich bin draußen. Ich glaube, ich gehe dann doch mal wieder runter. Tatsächlich Nacht. Das ist Kacke. Ich könnte natürlich jetzt warten, bis es Tag wird. Ey, wir haben gerade so Glück, dass ich die Spitzhacke doch nicht kaputt habe. Mal hier ein bisschen uns entlang bauen. Die Koordinaten sind gerade noch aus. Ich glaube, die werden aber irgendwann wieder angemacht. Habe ich gehört. Ja, mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis es Tag wird, weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie mich mit Skeletten oder sowas zu beefen, weil mein Hunger komplett am Arsch ist. So, man hört auf jeden Fall schon, dass sie gerade sterben. Oh, Essen. Aua. Komm her, Kuh. Entschuldigung, Kuh, aber ich muss dich leider killen. Tut mir auf jeden Fall sehr leid für dich. Da ist noch ein Zombie. Aber macht nichts. Wir bauen uns hier erstmal auf ein Dings drauf. Kommt denn die Spinne her? Aber ich glaube, die sind friedlich, ne? Kann das sein? Wobei, ich habe sie ja jetzt gehauen, ne? Ich glaube, die kommt jetzt hier hoch. Ja, egal. Ja, eigentlich müssten die tatsächlich friedlich sein. Soweit ich weiß, sind sie nämlich friedlich. Aktuell. Ich will hier mal kurz komplett nach ganz, ganz oben. So. Wir sind jetzt hier ganz, ganz oben. Perfekt. Da sehe ich auf jeden Fall ein Eisbär. Da ist auch irgendwie ein Dorf. Aha. Einfach schon ein Dorf gefunden. In der ersten Folge ist das ja. Also das ist jetzt komplett die erste Folge eigentlich. Klar, ich habe ein bisschen offscreen gespielt, muss ich sagen. Ich konnte gestern aber einfach kein Video mehr machen. Ging nicht. Beziehungsweise ich hatte auch schon eins gedreht. Weil ich nicht wusste, wann dieses Spiel ja kommt. Ich sehe gerade, Feuerfisch ist beigetreten. Das ist sehr schlecht. Also wie gesagt, ich tue offscreen weiter farmen, dass ich dann auf jeden Fall sehr viele Dias habe, komplett gerüstet. Alles. Ja, mal gucken, was wird. So, jetzt erstmal essen. So. Genau, ja, die schreiben da schon rein, dass sie das jetzt gleich anmachen. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. So, wir können mal gucken, wie wir jetzt hier wieder runterkommen, ohne irgendwie zu sterben. Perfekt, das hat super geklappt. So, wir sammeln auf jeden Fall gleich Holz. Wir müssen aber erstmal ein bisschen hier Kohle sammeln. Ja, Kohle ist immer wichtig. Da, wo Kohle ist, ist nämlich eigentlich immer Grund, weswegen ich auch wusste, dass wir irgendwann da sind. So, die müsste gleich kaputt gehen. Und wenn die kaputt geht, dann farme ich Holz.
Perfekt, jetzt ist es kaputt und ich komme hier nicht raus. Ach ja, dann mache ich mal hier kurz die Kohle ab. Genau, jetzt sind die Koordinaten anders, das heißt, ich muss die auf jeden Fall ausmachen. Relativ am Ende. Boah, das dauert ewig. Perfekt. Man kriegt da gar keine Kohle raus. Ach, wisst ihr was? Warum bin ich denn so dumm? Ich kann auch einfach Erde nehmen. So. Okay, wir haben eine Axt. Dann sammeln wir mal hier kurz Holz, dass wir hier ein bisschen Holz haben. Ich hoffe mal, hier ist kein Tiefschnee-Dingsbums-Gedöns. So. Hallo. Oh, Rob. Danke. Zack, zack, zack. So. Brauche auf jeden Fall ein bisschen Holz. Ich glaube auch erstmal, dass wir keine Base bauen, sondern erstmal komplett reingrinden werden. Perfekt. Da ist gerade irgendjemand gestorben. Warum ist denn bei ihm Nacht oder warum? Ah, der ist wahrscheinlich in irgendeiner Höhle. So wie ich. So. Ja gut, ich war komplett am Arsch der Welt, aber egal. So, ja, dann haben wir das jetzt erstmal. Können wir einfach mal kurz hier hochgehen. Und, die Werkbank, wo ist die? Ich habe die Werkbank vergessen, jetzt ernsthaft? Egal, wir brauchen ja eh erstmal noch Holz, so. Zack. Dann machen wir einmal Sticks. So, und machen erstmal ein Eisenschwert. Zack. Eine Eisenpicke. Ja, und dann fehlt uns leider ein Eisen, um tatsächlich das zu bauen. Aber das macht nichts. Dann farme ich halt auch einfach mal ein bisschen Eisen. Offscreen weiter. So. Hier noch Kohle unten. So. Haben wir auf jeden Fall Kohle. Das ist nämlich super, dass wir Kohle haben. Da ist auf jeden Fall Tier, weil wir brauchen auf jeden Fall Essen. Mir fällt gerade auf, da war ja das Dorf, ne? Wo war denn das jetzt? Voll vergessen, dass hier irgendwo ein Dorf war. Ja, kacke. Ich glaube, ich habe es verloren. Ein Baby-Lama. Oh, ein Ei. Wollen wir das mitnehmen? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach eingepackt. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Da ist Kupfer, aber Kupfer brauche ich nicht. Erstmal nicht. Entschuldigung, Kuh. So. Achso, ich habe wieder vergessen, das hier so zu machen. Habt ihr auch Fullscreen. Also da oben ist auf jeden Fall kein Schneebiom mehr. Hier ist es noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Wolle habe ich jetzt. Brauche nämlich Wolle eigentlich. Warum haben die denn hier alle keine Wolle? So. Komm her, Huhn, nicht abhauen. Du bist jetzt schön gebraten und wirst zum schicken Nugget. So. Was ist denn hier drunter? Sieht so aus, als würde hier irgendwas gebaut worden sein. Ah, Smaragde können wir auch mal mitnehmen für die Dorfbewohner. Falls die irgendwas handeln. Und halt für Erfahrung. So. Gehen wir mal kurz auf die Suche, wo jetzt dieses Dorf war. Hier war das. Ah, okay. Warum ist hier Kies? Hier ist Kies. Ah, brauche ich jetzt nicht unbedingt buddeln. Okay, komm, wir gehen mal kurz zum Dorf und gucken, ob da irgendwas ist. Gehen mal mit meinem Eisenschwert hin, weil wir wissen nicht, wer da ist. Weil aktuell, es gibt halt keine Regeln so, ne? Man kann einfach irgendwie kämpfen, also könnten Leute tatsächlich gedingst werden. Eigentlich voll geil, dass wir jetzt ein Dorf gefunden haben. Wir nehmen das ja auf jeden Fall mal mit, weil das brauche ich. Die Glocke jetzt nicht unbedingt. Wir können hier mal kurz gucken, was hier drin ist. Ein Gold, eine Eisenbruchsplatte brauche ich nicht. Nehme ich aber trotzdem mit, damit die anderen Leute das nicht kriegen. Oh, wir können bald ein Netherportal machen. Wollen wir auch Holz mitnehmen? Hier, komm. Nehmen wir auch das mit. So, das packen wir alles mal rein, weil das brauchen wir nicht. Ein Ei auch nicht, Sticks auch nicht, Feder auch nicht. Die Erde können wir zum Bauen benutzen. Leder sollte ich eigentlich auch nehmen. So.
Das nehme ich mit und verbrenne das. So, Obsidian, dann kommt dahin. Das kommt auch dahin. Smaragd behalte ich auch erstmal. So, dann haben wir das auf jeden Fall fertig geplündert. Können wir mal gucken, was hier drin ist. Im Bett. Oh, ein bisschen Essen, das ist nice. Essen schadet nie und Holz. Das ist auch geil. Der Kürbiskerne, die können da drin bleiben. Nehme ich auf jeden Fall das Bett mit. Betten kann man immer gebrauchen. Oh, noch mehr Brot. Und ja, wir können auf jeden Fall ein Netherportal bauen. So, hier ist Feuer, das machen wir aus. Moin Eisbär, wie geht's dir? Weiß gar nicht, eigentlich greifen die einen an, aber irgendwie der nicht. Moin, moin. Sie sind Farmer, habe ich gehört. Was handelt der so? Er handelt Brot. Ja, brauche ich erstmal nicht machen. Nee, ich will nichts essen. Oh, ein Braustand. Wichtig. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Warum ist hier Teppich? Ja, aber weiter ist ja auch nichts mehr. Dann können wir wieder runtergehen. Gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen erstmal, wir haben hier eigentlich alles erstmal so, wie es sein sollte. Die anderen Leute könnten mich jetzt finden. Wir nehmen das hier mit. Kürbisse, wer weiß. Vielleicht brauchen wir die. Wobei, wir lassen die da, oder? Wurde von Skelett erschossen. Ah ja. Moin. Hier ist auch noch irgendwas. Aua. Sollen wir hier erstmal unser Lager so ein bisschen aufschlagen, dass wir hier irgendwie ein bisschen erstmal was machen können? Ich würde sagen, ja, ne? Machen wir erstmal das Bett dahin und ein Respawn Point. Und dann gucken wir mal. So, was brauchen wir? Kürbisse. Packen wir erstmal die Öfen hier hin, würde ich sagen. Bauen wir das hier mal kurz ab. So. So. Perfekt. Ofen. Zack. Dann einmal das und braten erstmal alles. Dass wir erstmal genug zum Essen haben. So. Essen packe ich hier hin. So, Pfeile brauchen wir hier auch erstmal nicht. Und das hier auch erstmal nicht. Wir haben so viel Müll schon wieder hier mit. Also wir brauchen das nicht. Perfekt. Das nicht. Warte, warum ist hier Holz drunter? Ah, einfach nur so, okay. Okay, okay, okay. Hat das schon fertig geraten? Nee. So. Machen wir hier erstmal schön Fleisch, weil dann können wir das nämlich auf jeden Fall schon mal essen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was zu essen mit. Es wird auch gerade Nacht, das ist doch sehr schlecht. Gut. So, in der Zeit, wenn es Nacht wird, ja, die Kürbisse brauchen wir doch erstmal nicht. Also, so, das müsste eigentlich irgendwann respawnen, deswegen kann ich das ja alles hinschmeißen. So, boah, ich hasse das, wenn man krank ist. Ne? So. Holzkohle brauche ich nicht. So, wir haben auf jeden Fall einen Braustand, das ist doch geil. So, das braten wir gleich hier. So, da packen wir erstmal das Essen hin, was wir brauchen könnten. So, braten wir das noch einmal, machen natürlich die Tür zu, weil das hier ist erstmal unser Lager für das erste. Oben links seht ihr ja, wie gesagt, die Koordinaten. Die werden verpixelt, damit die Leute einfach nicht sehen, wo ich bin. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen kacke, dass die Koordinaten an sind. Aber andernfalls ist es eigentlich auch ganz gut, weil dann ja, wissen die praktisch, wo die Lager oder sowas sind. Man weiß ja nie richtig, wo die Lager sind. So. Achso, nee, warte mal. Ich habe ja noch hier. Was da? Braten wir das auch noch einmal. Boah. Meine Nase, die ist immer noch nicht frei. Das ist scheiße. So. Perfekt. Dann können wir das jetzt hier rausholen. So. Bauen wir das mal hier ab. Irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas ist, aber ja. Es ist Nacht. Perfekt. Kann man versuchen zu schlafen, vielleicht schläft ja noch jemand.
Kann irgendwer schlafen? Wobei, nee, schreiben wir nicht. Schreiben wir nicht. Okay, schreiben wir doch nicht. Gut. Ja, Leute, ich würde auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ja, wenn ich euch, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Dieses Video geht jetzt gerade 20 Minuten. Mal gucken, ob ich das alles so drin lasse, wie es jetzt ist. Ich denke mal schon. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Ja, jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.